Angefangen zum Tanzen. Mein Vater hatte diese Kneipe und von klein auf haben hier mir die Männer auf den Tisch hingestellt zum Tanzen. Und ich wollte das immer gerne machen. Bei mir war das so, dass ich so große Begeisterung dahinter steckte, auch als Kind. Und als meine Mutter das gemerkt hat, dann hat sie mir die Tanzschule geschickt. Ja, und mit 13 Jahren bin ich angefangen, professionell zu tanzen. Da waren meine ersten Auftritte und von da aus habe ich immer weitergearbeitet. Und dann bis ich nach Deutschland kam. Yo te sé mi brazo al hombro, un brillo de luz de luna iluminaban tus ojos. Ich heiße Ángeles Santiago und ich bin Spanierin, ich komme aus Madrid. Mein Vater kam 1962 nach Deutschland. Er entschied sich, nach Deutschland zu kommen, weil finanziell in Spanien uns nicht so gut ging. Und da war das Leben sehr schwierig für uns. Deutschland war das Land, wo am meisten verdienen konntest in Europa. Die brauchten Arbeiter. Mein Vater kam erst. Und in der Zeit, wo mein Vater hier war, starb meine Mutter. Das war für uns natürlich sehr schwierig. Und mein Vater der Meinung war, ich sollte doch lieber nach Deutschland kommen. Meine Familie war sich nicht so ganz dafür, dass ich alleine durch Spanien lebte und arbeitete. In so einem Künstlermenü fanden sie nicht so besonders gut. Also ich entschloss mich, nach Deutschland zu kommen. Für ein Jahr wollte ich hier bleiben und dann wieder zurück. Von einem Jahr sind jetzt fast 50 Jahre geworden. Ne? Flamenco hat sich gar nicht interessiert, das gab es gar nicht, das war so was Exotisches, kein Mensch hätte Flamenco gemacht. Aber heute ist es was ganz Normales und so bin ich angefangen, Pöpö zu unterrichten und wieder zu tanzen und habe ich mir wieder ein neues Leben aufgebaut mit dem Tanz. Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche despertar. Deutschland kannte ich von der Schule. Da weiß ich genau, ich hatte eine Geschichtelehrerin, die mochte immer Flüge über bestimmte Länder, müsste aber die Augen zumachen und erklärte sie immer, welches Land das war. Und ich weiß genau, wie sie von Deutschland erklärt hatte. Das weiß ich, erzählte sie immer über die Wälder und wie der Flugzeug fliegt, das ist über Berlin und solche Sachen. Aber dann hatte ich von Deutschland diese militärische, also sehr streng und militärische. Ja, ich bin in eine normale Gastarbeiter zu gewesen und viele von diesen Mädchen fiel es auf, dass ich ganz schöne Hände hatte und die haben das erste, was sie gesagt haben, diese Hände in Deutschland kriegst du schnell kaputt, da musst du arbeiten. Ich habe die ganze Fahrt geweint fast nur, weil ich so schlimm fand, dass ich einfach jetzt hier kommen, nach Deutschland kommen müsste und alles aufgeben sollte in Spanien. Todas las cosas que quedaron por decir. Ich kam im September. Und die Leute liefen alle mit Sommerkleider und ich fand das ganz schrecklich kalt. Das ist das Erste, was mir auffiel, dass es so ein kaltes Land war. Als wir nach Niedersmarsberg kamen, liefen auf einmal viele Leute, alle mit Hüte, hatten so Tiroler Hüte an. Unseren Lodenmantel, so einen grünen Mantel. Da fand ich das total komisch, wie es so rum lief. Da haben wir uns gedacht, die laufen alle wie in Uniform hier. Ne? Wenn man hier in die Kneipe geht, ist so wie in die Kirche in Spanien. Man muss ganz leise sprechen. Wir sind nicht daran gewöhnt, so leise zu sprechen. Das war, wir sprechen immer laut und die Leute schreien immer auf die Straße in Kneipe. Heute noch, wenn du in ein Lokal gehst, dann hörst du gar nicht. Fernsehen läuft und alle reden. Deutschland ist genau das Gegenteil. Heute ist es auch lauter, aber damals war es sehr, sehr leise.
Das Essen hier in Deutschland, das kannten wir überhaupt nicht. So eine Menge von Essen. Kotelett, das war so dick und das Fleisch, das war unglaublich. Für uns war ein bisschen Scharaffenland. Wir kannten sowas alles nicht. Oder zum Beispiel, wenn man zum Schlachter war, dann haben wir immer Hähnchen haben wollen, was das Beste, was wir kaufen konnten, weil wir immer Kikiriki machen konnten. Viele Leute wussten überhaupt nicht von Spanien damals hier in Deutschland. Das war so ganz seltsam. Wir waren wirklich sehr fremd und sehr exotisch. Die gleiche Straße, wo ich wohnte, hat mein Mann auch gelebt. Ich fand bei ihm sehr gut, dass er einfach mit jeder Ausländer freundlich war. Aber ich hatte niemals geglaubt, dass ich einmal mit ihm zusammenbleiben würde. Von seiner Seite war die Interesse aber größer. Er hat sich immer mehr bemüht um mich. Und irgendwann hat er mir das ungefähr gezeigt. Einmal ging ich zur Fox-Schule und er hatte nur einen Wagen gekriegt. Und er stand da genau vor der Tür und er sagte mir, guck mal, was für ein toller Wagen ich habe. Und ein Opel Kadett fand das super. Und ich habe ihm gratuliert dafür, als wir in der Schule gingen. Da fiel den Tag den Unterricht aus, weil der Lehrer krank war, glaube ich. Ne? Naja, und dann kamen wir wieder runter und stand er wieder vor der Tür. Und dann hat er gesagt, gehst du jetzt nach Hause? Und dann habe ich gesagt, ja, der Unterricht ist nicht da. Er hält aus, dann gehe ich nach Hause. Und dann meinte er, das erfährt doch dein Vater nicht, wenn du mit mir gehst und eintrinken gehst. Naja, und dann hat er mich überzeugt und dann sind wir alle eintrinken gegangen. Ja, und dann hat es irgendwie gefunkt. Also ich bin die erste Gastarbeiterin oder Ausländerin, die in Horn geheiratet haben. Und das war eine, ja, was Sensationelles. Da war ein halbe Horn in Bewegung und zugeguckt. Die meisten haben gesagt, das hält nicht lange. Also das kann nie laufen. Das sind so verschiedene Kulturen. Ich habe es aber vorher schon mal gesehen. Da bin ich mit meinem R4 am Matterhorn und habe gedacht, ey, wer ist das denn? Ever thought I'd be holding you close to me, whispering as you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wings and my life would be through. Bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Bésame mucho. Bésame mucho.